Fakten seriös präsentiert. Moin und herzlich willkommen zum PeteCast 179. Heute wieder in alter Besetzung. Sie sind zurück und sie sind auch alle zurück. Nur nicht Jay. Naja, nicht ganz. Jay habt ihr dagelassen, aber er lebt quasi noch. Nach dem Water Rafting war das ja auch nicht so ganz klar. Oder davor eigentlich? Davor war das nicht klar. Also, wer hatte echt ein bisschen Respekt davor? Er lebt jetzt mit den norwegischen Affen. Er hat die deutschen Affen gegen die norwegischen Affen eingetauscht. Genau, er zieht dann so durch die Berge bei Trolligsten, weißt du, und dann. Warum eigentlich die ganze Zeit Trolligsten? Ich hab das auch schon so verinnerlicht. Das ist halt. Keine Ahnung. Ja, Trolligsten. Wir haben da so oft drüber geredet. Kann der auch nicht mehr sagen. Alle sagen immer Trolligsten irgendwie hier und ich verstehe eigentlich nicht warum. Oh, das sagen wir aber auch schon seit dem Januar oder so, seitdem wir es geplant haben. Hallo. Chris ist auch da, wie ihr gehört habt. Peter kommt auch gleich dazu. Peter kommt auch später. Wir haben es schon angeteasert, wir wollen heute sehr viel über Norwegen reden, wir werden noch über die neue Game of Thrones-Folge reden und wir werden vielleicht auch noch auf ein paar Lesermails zurückkommen, von denen wir einige bekommen haben, wenn wir das nicht schaffen. Letzte Woche im PeteCast habt ihr nicht die letzte Folge in Anspruch genommen? Doch, also es ist eine Folge erschienen, aber... Ja, die letzte. Aber es ist doch die letzte erschienen. Was? Also Mikkel, hast du das Finale gesehen von Game of Thrones? Wir können diese Woche nicht über die neue Game of Thrones-Folge reden, weil es keine mehr gibt. Aber wir können über die letzte reden, weil letzte Woche habe ich das nicht gemacht, weil letzte Woche habt ihr den PeteCast ja bestimmt gehört und wisst das, dass ich mit einem Entwickler über sein Indie-Game geredet habe und das da nicht so gut reingepasst hat. Und ich dachte, wenn wir schon in dieser Runde immer ständig über Game of Thrones geredet haben, dann ist es auch nur sinnvoll, wenn wir gemeinsam das Ende besprechen. Ja, ist okay. Ich dachte, du hast mit dem Entwickler vielleicht über Game of Thrones geredet. Nee, das wäre, glaube ich, für die Zuhörer nicht wirklich befriedigend gewesen, wenn ich plötzlich euch austausche und dann die Meinung des Entwicklers dazu nehme, der auch gar kein Game of Thrones geguckt hat. Ist ja nicht so, als hätte ich ihn vorher gefragt. Was? Ja, solche Leute gibt es. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber das klären wir nachher. Wollen wir? Ich hätte auch mehr Follower als der Entwickler, deswegen wäre meine Meinung auch mehr wert. Ja, aber deine Meinung darfst du bald gar nicht mehr kundtun, Chris. Also von daher spielt das keine Rolle hier. Aber wir können ja noch verhindern, dass Frau Kramp-Karrenbauer Bundeskanzlerin wird. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber irgendwie Bloomberg hat geschrieben, dass Merkel sehr unglücklich mit ihrer Wahl ist, Kramp-Karrenbauer als ihre Nachfolgerin. Ja, gut, ne? Aber ich meine, das hat sie ja nicht selber gewählt. Egal, weil, die ist ja eh bald durch. Ich meine, die redet mehr Scheiße als ich, der Problem ist ja nur, die ist Politikerin. Ja, und die will das eigentlich, die meint das eigentlich ernst, ne? Also du nimmst ja nicht alles für ernst, was du so sagst, aber die meint das auch wirklich ernst. Und außerdem ernst. Bin ich Entertainer und nicht Politiker. Das war ganz wichtig. Ich hatte halt am Anfang gedacht, ich meine, nein, du bist Presse. Von der Formulierung und so, das ist vielleicht etwas unglücklich gelaufen, ja. Ich will ja nicht immer direkt mit dem Messer da drauf springen. Nachdem dann aber bei Twitter jemand da diesen Ablaufplan fürs nächste Treffen da bei der CDU da gepostet hat, wo dann auch als Punkt drin war, diese Wahlkampfführung. Asymmetrische Wahlkampfführung. Genau. Christian, das war der einzige Punkt. Da habe ich mir dann auch gedacht, das ist schon belastend. Also vor allen Dingen, wenn man hingeht und erst irgendwie Werbung quasi macht, irgendwie jahrelang, welche geilen Promis denn alle die Partei unterstützen. Und sobald du halt einen hast, der da nicht für ist, dann muss man sich da aber Gedanken machen. Ja. Also ich bin auch erst davon ausgegangen, dass man ihr da so ein bisschen die Worte im Mund umgedreht hat. Ja, habe ich auch gedacht. Ja, das Schlimme ist ja, also das habe ich ganz am Anfang auch gedacht, als ich nur die Textform gelesen habe. Und dann gab es ja diesen Clip von diesem Interview, wo sie dann da halt an dem Podium spricht und das einfach auch so richtig frustriert rüberbringt und man richtig merkt, dass da so ein Gräuel in ihr drinsteckt und das bluternst meint, genauso wie sie das rüberbringt. Und da war bei mir so ein bisschen so Ende. Okay, also das meint ihr ja so richtig ernst. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Und dann verbessert sie sich ja nochmal dann nachher und sagt, ja nee, das war ja nur auf für während der Wahl und Regulierung vor den Wahlen. Das wäre ja in der Presse ja sowieso auch so. Ja nee, ist aber auch. Ja, sie meinte, man müsste sich mal vorstellen, wie es wäre, wenn die Presse das
Nee, gut. Ja. Wichtig ist, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Unterschied, ich sagte, man müsste sich vorstellen, wenn sich 70 Redaktionen zusammentun. Ja. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, ob bei einer Redaktion ist ein Konglomerat aus vielen Leuten, das ein finanzielles Interesse daran hat und im Zweifel gekauft werden kann. Ja, ich kann ja Artikel da kaufen, ich kann da Werbung schalten und so weiter. Weil aber ja der richtige Vergleich wäre 70 Redakteure. Ja, genau. Also das passiert ja durchaus in Kommentaren und sowas. Genau, und das ist, finde ich, auch legitim. Ich meine, dass sich Companies da hinstellen, ja, und sagen, jo, geben Geld und leck mich am Arsch. Kann ich verstehen, das widerspricht ja auch hier, hat der Solmecke ja heute auch noch gesagt, politische Werbung kaufen, Paragraph, leck mich am Arsch, ich hab's vergessen, ja. Mhm. Aber Meinung, ganz ehrlich, AKK, hast du das nötig? Bitter, ey. Das ist echt bitter. Vor allem, weil die CDU ja selber, gerade auch um Artikel 13, mit super vielen Persönlichkeiten geworben hat für ihr ganzes Artikel 13 Klimbim und ja auch selber bei ihren Wahlen halt sagt, okay, hier, guck mal, der und der Schlagersänger, der findet uns geil und unterstützt uns, oder der und der Sportler findet die CDU voll toll und werben ja auch mit deren Gesichtern. Also man kann ja nicht sagen, okay, YouTuber sind dann was ganz Neues, da muss man jetzt ganz anders mit umgehen als, keine Ahnung, ein Sänger oder ein Filmstar oder so. Was ist denn da los? Das kann doch nicht sein. Der Unterschied ist aber trotzdem einer, wenn du halt Leute hast, die im Endeffekt sagen, wählt das. Und auf der anderen Seite hast du Leute, die sagen, zerstört die Parteien und wählt die nicht. Nee, auf der anderen, genau, wählt die nicht. Aber wählt das und wählt sie nicht, ist doch im Endeffekt, zielt auf das Gleiche hinaus. Dabei schon, ja. Hm. Siehst du? Also ist das doch egal, ob sie einen, keine Ahnung, einen Sportler hinstellen und sagen, hey, CDU ist super, das ist meine Partei, oder wurde ein YouTuber sagt, Zerstörung CDU ist Kacke. Von Parteien geredet? Ja. Von Parteien der Mitte und des Volkes oder so in die Richtung war das formuliert. Ich sehe eher als schlecht, als einzig oder als eine der Antworten auf das nicht vorhandene oder nicht gut aufgestellte Social Media Team der CDU. Ja, aber auch vor allem ja auch auf das schlechte Umgehen an sich mit Kritik. Also es ist ja nicht mal mehr nur Social Media, sondern sie hat ja vor der Presse, also nicht mal auf Social Media das so rausgeballert, sondern vor den Kameras, auf ihrem Podium, so wie sie sonst auch die Ansprache macht, hat sie das so vorgelesen von ihrem Zettel. Also sie hat ja nicht mal, keine Ahnung, auf Twitter mal eben ganz aufbrausend auf dem Klo beim Kacken so einen Tweet verfasst, sondern sie stand da doch, genau an das. Ihrem Podium. Ja, Mann, also sowas gibt's ja auch, weißt du, dann kriegst du irgendwie da die ganze Zeit alles reingedrückt, du bist gefrustet, bist gerade am Kacken, dann kommt nicht raus und dann bist du noch mehr gefrustet und dann schreibst du sowas. Aber sie hat das ja in ihrer ganzen Form, so in wo auch immer sie da arbeitet, vor dem Podium gesagt. Also das war das ja schon. Verstehe ich auch nicht. Also generell diese ganze Kommunikation, bedacht. Normalerweise haben solche Menschen so viele Berater, also alleine was an Geld für Beratung und Berater ausgegeben wird, also ist ja nicht mal eben wenig. Und dass es da keinen Menschen gibt, der einfach mal auf den roten Knopf haut, um zu sagen, jetzt alle mal Fresse halten und vielleicht besprechen wir das vorher, was so in die Öffentlichkeit kommt. Nö. Hallo Freunde! Genau. Peter, was denkst du dazu? Ich habe nichts zugehört. Ja, weil ich logischerweise nicht da war. Also ich konnte auch nicht zuhören. Mich aber so insgesamt ärgert an der ganzen Sache ist auch, dass gar nicht inhaltlich über das Video jetzt gesprochen wird und darauf eingegangen, was Rezo ja auch kritisiert an der CDU, sondern die ganze Zeit eigentlich nur darüber diskutiert wird, ob es okay ist, ob er das macht, ob es okay ist, wie er das macht, ob man das ihm vielleicht verbieten sollte. Naja, also es findet da überhaupt gar keine inhaltliche Auseinandersetzung statt. Ja, die ist ja schon passiert. Wenn du es aber auch schaffen könntest, dass die Diskussion kippt Richtung, darf man das überhaupt und sollte man das so machen, hat man da nicht irgendwie ein Vorbild, ist ja auch egal, dann musst du dich mit dem Inhalt gar nicht auseinandersetzen. Ja, und das ist auch ärgerlich. Und das sind im Endeffekt alles ganz normale politische Mittel, die man normalerweise nutzt, der Diskredition. Aber die funktionieren halt nicht. Und da checken die irgendwie nicht. Hm. Und die versuchen es halt immer weiter. Und dann muss ich sagen, als wir in Norwegen waren, hat zu dem Zeitpunkt die CDU ja ihr Gegenpapier zu dem Rezo-Video gezeigt. Da sind irgendwie 11 Seiten oder so. Und das haben wir uns sogar durchgelesen noch beim Essen. Und dann dachte ich am Anfang des Papiers doch noch, cool, das ist tatsächlich mal, unabhängig davon, dass irgendwelche Einzelpolitiker die ganze Zeit wieder auf YouTube stumm machen oder auf Twitch oder wo auch immer oder auf Twitter,
Facebook und sonst wo, las ich halt am Anfang cool, weißt du, die CDU, zum Beispiel haben die dann über so Sachen geredet wie Rammstein, so, die CDU steht halt dazu, dass man im Rahmen der nuklearen Teilhabe halt auch Atomwaffen halt haben sollte, weil der Gegenpartner halt auf Seiten von Russlands und China und so weiter halt auch welche hat und so weiter, ja. Da kann man jetzt dafür oder dagegen sein, das wird anderes. Aber die haben halt nicht, was war das neue Wort, Peter? Whataboutism? Whataboutism, whataboutism, ja. Genau. Genau, das haben die halt so, also am Anfang nicht gemacht. Und dann ging es aber wieder los. Und das ist halt das, was ich finde, was die jetzt wieder machen. Dieses, ja, scheiß auf das Problem, aber hier und da und die machen was und können die eigentlich was sagen? Ja, das ist doch das, was wir gelesen hatten, dass du halt direkt anfängst, ja, also hier ist halt nicht cool, aber guck dir mal China an. Und das ist halt auch wieder eine Sache, die man ja schon seit Jahren kennt. Also guck dir jede Polit-Talkshow an, und das ärgert mich dann halt auch immer an der Politik generell, und deswegen kann ich mir solche Sendungen halt auch nicht mehr angucken, weil das Erste, was halt dann meistens fällt, ist entweder, ja, aber ihre Partei hat vor 20 Jahren gesagt, das und das, und die anderen machen sowieso mal alles schlechter, aber so wirklich, wie man das besser machen kann oder dass man das vielleicht auch mal zusammenlöst, das Problem. Ja, also da brauchen wir ja ganz gar nicht von reden. Das finde ich halt geil, weißt du gehst eigentlich dahin und willst ein Land regieren, weißt du, aber die Chance, das mit den anderen aufeinander zu kommen, so vielfach habe ich das Gefühl, wird die gar nicht gesucht. Und die anderen sind immer alle schuld. Ihr habt euch ja dagegen entschieden, das zweite Video von Rezo quasi, ich sag mal, zu unterschreiben. Wollt ihr erklären, warum? Habe ich ja schon auf Twitter gesagt. Ja, aber nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher. Im Endeffekt haben wir uns abends hingesetzt in Norwegen. Ich hatte da allen weitergeleitet bei WhatsApp, damit die da mal drüber lesen konnten. Und die grundsätzlichen Probleme und Kritiken gegenüber den Parteien der Großen Koalition, die da angesprochen wurden, unterstützen wir auch. Also da ging es ja um soziale Ungerechtigkeit und die Klimakrise. Aber sich hinzustellen und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern klipp und klar zu sagen, ihr sollt diese Parteien nicht wählen, CDU, CSU, SPD, das ging uns zu weit. Schon vom Prinzip her. Das ist halt eine Wahlempfehlung, die wir so nicht aussprechen wollen. Hinzu kam, was ich halt auch so finde, wenn wir den Leuten sagen, das dürft ihr nicht wählen, was bleibt denn da noch über? Gut, klar gibt es unendlich viele Kleinstparteien, aber es gibt ja sicherlich den einen oder anderen, der dann halt auch denkt, okay, Kleinstparteien schön und gut, aber viele Auswirkungen haben die ja nicht. Ich hätte ja schon gerne eine Partei da sitzen, die auch tatsächliche Auswirkungen auf die europäische Politik hat. Also bleibt da noch über Linke, Grüne und FDP. Das heißt, diese Wahlempfehlung, diese einen Partei nicht zu wählen, könnte auch eine Wahlempfehlung zu sein, diese speziellen Parteien zu wählen. Und das wollten wir auch nicht. Okay, ja. Ging das einfach rein um die Formulierung. Ja, tatsächlich. Ja, wenn der eine Satz da nicht dabei gewesen wäre, wir fordern euch dazu auf, Partei CDU, CSU, SPD nicht zu wählen, dann hätten wir wahrscheinlich sogar noch unterschrieben. Haben wir Rezo auch so gesagt. Ja. Also im Endeffekt, die Message war halt zu krass. Also für mich persönlich einfach, wenn da viel besser rumgekommen wäre mit, also die Punkte, die er alle anspricht, ja, die sind ja alle begründet. Ich meine, das wissen wir alle, das haben wir alle gesehen. Aber wenn es halt mehr dabei rumgekommen wäre, so wählt halt, was ihr wollt, nachdem ihr euch da Gedanken drüber gemacht habt oder so, dann wäre das irgendwie cooler gewesen. Ja, es muss halt um Inhalte gehen und nicht einfach nur so, ja, wähl die und wähl die nicht. Das ist halt... Na gut, ja, sie haben es ja schon verbunden. Inhalte waren ja schon Teil der ganzen Sache. Ja, aber es sollten die Inhalte ja für sich sprechen. Also ich bin da auch der Meinung, dass man da nicht einfach sagen die Inhalte soll, ja, wählt über die. Inhalte präsentieren ohne Empfehlung, genau, quasi. Genau. Haben euch denn die Ergebnisse jetzt von der Europawahl überrascht? Also ich zum Beispiel persönlich habe nicht damit gerechnet, dass vor allem die CDU so krass abschmiert. Ja, doch schon. Ja. Also da, eigentlich, also ja gut, es war nicht 100% klar, weil man weiß halt nicht, wie groß die Blase ist, in der man lebt. Aber ich glaube schon alleine, dass halt Fridays for Future ist ja auch nochmal eine Bewegung, die außerhalb von unserer Blase größere Kreise zieht, da sind Familien mit Kindern halt auch sehr stark mit drin, viele Eltern gehen damit, unterstützen das, und da wird, glaube ich, in dem Bereich auch in der großen Mitte der vom Alter her wird dort auch viel mehr sich mit dem Klimawandel beschäftigt, und wenn man dann einfach wirklich sieht, was CDU und SPD in den letzten Jahren getan haben, nämlich kaum was, ist es einfach zu wenig. Das ist natürlich Erstwähler. Du hast es halt geschafft, im Endeffekt sowohl durch Fridays for Future als auch durch die ganze YouTube-Debatte
über Artikel 13 hast du halt junge Leute dazu bekommen, wählen zu gehen. Ich glaube, die Wahlbeteiligung ist ja auch wieder gestiegen. Und du kannst ja diese die Statistiken quasi angucken, gerade wie Erstwähler oder auch junge Leute, sagen wir mal, gewählt haben. Und dementsprechend ist es halt ausgefallen. Ja, was jetzt nicht heißt, dass die älteren Leute da irgendwie trotzdem weiter darauf beharren. Also gerade auf Social Media liest du sehr viel Menschen, die älter sind als 30 oder 40, die auch sich zu der ganzen Debatte, egal ob es jetzt um Klimawandel oder diese digitalen Geschichten gegen geäußert haben. Und ja, ist ein bisschen schade. Ich finde das auch manchmal echt seltsam, was da gerade auf Twitter kommt, immer so, ja, die 60, 70er Generation geht ja dann über den Jordan oder ist ja hoffentlich bald weg, wo ich mir denke, Alter, das sind deine Großeltern oder so, ja, ist total. Ja, also ich meine, bei uns sind die vielleicht schon ein bisschen noch älter, aber also zum einen, die Wahlgruppe der, ich weiß es, 50- bis 60-Jährigen oder so, also rein statistisch, ja, wenn wir rein bei Zahlen bleiben, dauert es dann noch 20 Jahre, bis sich das dann so komplett ändert, ja, aber mindestens. Das finde ich auch, genau. Ja. Also darauf zu setzen, ist einfach Quatsch. Einfach zu sagen, ja, das spült sich so aus. Und ich finde es auch echt respektlos den älteren Leuten gegenüber. Klar gehen die hin und sagen, ey, ich mache seit 20 Jahren mein Kreuz da, also mache ich das weiter dahin. Aber trotzdem dann einfach anzukommen mit, ja, hoffentlich sind die sowieso bald alle über der Wupper, das finde ich geht gar nicht. Nee, also ich freue mich eigentlich sehr darüber, wenn meine Großeltern es noch lange machen. Also und das ist aber großzügig von dir. Ja, also im Endeffekt wünscht er ja, also wenn man das so versteht, wünscht er ja seinen Großeltern, dass sie gerne alle sterben dürfen, weil sie ja sowieso auch nur zu sein nicht, immer nur den anderen, das kennst ja, du. Ja, das ist doch Quatsch, ey. Das ist doch einfach Bullshit. Also genauso die haben. Also, weil ich glaube, ich habe irgendwas nicht gesehen. Herr Newstime hatte da sowas getwittert, was wortlautmäßig sehr in die Richtung ging, wie Christian ein paar Mal gelesen hat. Und da sind, ja, das ist einfach ein bisschen zu krass. Also ich kann es gerne nochmal nachgucken. Also nö, muss nicht, ja, aber es klang gerade so, als wäre da jemand Spezielles irgendwie. Nee, deswegen, genau das hatte mich ja irgendwie ein bisschen überrascht, dass es nicht nur einer war, weil normalerweise ist es so, okay, da ist mir scheißegal, wenn halt irgendwie einer macht. Aber ich finde interessant, wie die CDU jetzt irgendwie drauf reagiert, dass die ganzen jungen Menschen nicht sie gewählt haben, sondern zum Beispiel Grünen, nämlich indem sie sagt so, ja, die Leute werden bestimmt auch nochmal vernünftig irgendwann, also sie gehen nicht einen Schritt auf die zu, sondern es passiert eigentlich wieder das, was wir so seit Artikel 13 erleben. Ja, du bist diskreditiert, wenn du nicht 70 bist oder älter. Und alle anderen sind Idioten und macht sich keiner Gedanken darüber. Ich meine, die CDU ist ja eine große Partei. Die haben ja auch dementsprechend finanzielle Mittel, ja. Die könnten ja auch sich einfach mal darüber Gedanken machen. Hey, ne, vielleicht machen wir sind ja die Partei der Mitte, ein gemäßigtes Wahlprogramm auch für die Jüngeren, was die interessieren könnte. Weißt du, den Weg gibt's ja auch. Hm. Man darf nicht vergessen, das ist immer noch die größte Partei, ne? Also. Ja. Ja, noch. Ja. Guck mal in 2 Jahren. Also ich glaube, so viel Unterschied zwischen CDU und Grüne war jetzt gar nicht bei der Europawahl, ne? Nee, wenn du die CSU rausnimmst, nicht. Genau, ja, wenn du die CSU rausnimmst. Aber die ja, CSU darfst du aber nicht rausnehmen, weil da müsstest du die Grünen in Bayern rausnehmen. Auch rausnehmen. Ja. Hm. Das ist ein Argument. Ja. Okay, ja. Wird eine lustige Bundestagswahl auf jeden Fall. Also wenn ich bin gespannt auf die Regierungsbildung. Ja. Das ist jetzt alleine schon in Europa interessant. Wer wird Kommissionspräsident oder Präsidentin? Da wird sich ja jetzt alles noch erstmal organisieren. Das dauert ja jetzt alles erstmal ein bisschen. Norwegen. Ja, darüber sollte es ja heute eigentlich gehen. Ja, lasst uns über was Schöneres reden. Was Fröhlicheres. Wollen wir chronologisch einfach die Woche durchgehen? Oder wollt ihr so? Gerne, dann beginnt sie nämlich mit Oscar. Genau, ihr habt Oscar endlich kennengelernt. Ja! Kann ich ja schon vorher, Mensch. Und deine Wohnung. Ja, ich kann ja auch schon vorher. Bram nicht. Bram hat es nicht hochgeschafft, die Treppen hier. Was soll das denn erst halt? Stimmt. Und stimmt. Du hast ja den Treppenlift für Peter installiert, aber bei mir ging er dann nicht mehr. Nee, ich musste schön die Treppen benutzen, aber schrecklich. Nee, Bram, du bist ja am Tag nachgeflogen, quasi am Tag darauf. Ich musste noch saufen. Sagen wir einfach, wie es ist. Ich musste saufen.
Ja, nee, stimmt, ihr habt Oskar kennengelernt. Ich glaube, er hat sich auch ein bisschen gefreut. Er war ein bisschen überfordert, weil es war Sonntag morgens um 9:30. Es, oh ja, war vorher schon abends war ESC-Party, das heißt, der Hund war bis 2 Uhr nachts wach. Das finde ich halt so geil, dass dein Hund das dann auch mitnimmt, weißt du, so bis 2, stell dir mal vor, so bis 2 noch Party gemacht, dann sich drüber lustig gemacht, 0 Points for Germany und morgens dann, boah, nee. Er hat schon immer Hangover nach solchen Nächten, also. Das ist so geil. Ja, ja, und ihr habt Falafel gegessen, endlich. War lecker. Nur die waren auch lecker, ja. Also ja. Können wir nicht. Ich finde die auch immer machen. Noch lecker. Das freut mich. Ihr seid dann von Hamburg nach Kiel auf die Fähre. Oh ja. Ja. Es kam in den Vlogs schon so ein bisschen durch, ihr wart ein bisschen beeindruckt von der Fähre, ne? Die war echt ja, groß. Sicher also groß ist so halb Kreuzfahrtschiff mäßig. Dann meintest du nicht, das ist die größte Fähre? Ja, warte, ich hab das hab ich irgendwo, hab ich dat, hat mir dann ein Kumpel geschrieben, der aus Kiel kommt, das wäre die größte Transport-Personenfähre, weil das ist ja mit Auto und LKW-Transport ja mit drin, der Welt. Warte mal, das kann ich nochmal nachgucken, ja. Also, als wir das erste Mal in dem Innenbereich standen und da diese Allee voller Shops und Restaurants gesehen haben, dachte ich schon so, wow, krass, Alter. Das ist eine Fähre, das ist ein Schiff, das ist ein, wow. Fand ich krass. Schiff eigentlich. Ich ja, schon irgendwie. Die Fähre hat so Eigenheiten an sich, ne? Die entdeckt man relativ schnell. Also, wie Peter schon sagte, du hast ja diese also Einkaufsmeile oder Straße oder so, da kannst du dann auch so Klamotten kaufen und wenn du dann an den Kleiderbügeln der Klamotten schon siehst, das sind alles so Blümchenklamotten, ja. Überall Blumen drauf und weißt du, dann irgendwann drehst du dich so um, nimmst den Geruch wahr und denkst dir so, mein Gott, ich bin nur mit Abstand der Jüngste, der hier steht. Aber ja, wirklich. Auf der Hinfahrt war das echt extrem. Ja. Rückfahrt war da besser, das stimmt. Ja, dafür war es dann aber voller. Also auf der Hinfahrt war das Schiff, naja, ich würde sagen so ein Viertel voll, also es war echt gut leer. Ja, irgendwie meinte doch, es gibt dieses Angebot da, Freitag hin, Sonntag zurück. Genau, das kann sein. Freitag hin, Sonntag zurück. Ja, habe ich hier nachgeguckt. Kannst du quasi. Bin ich aber ein komisches Angebot, weil du brauchst ja dann 48 Stunden auf der Fähre fast oder irgendwie 42 Stunden oder so. Ja, aber bleibt du kannst ja vom Wochenende nicht mehr. Anderes anbieten. Du verdienst ja den Leuten nur Geld, während die auf dem Schiff sind. Ja, okay. Ja, also ich als Norddeutscher habe das auch schon mal gemacht, aber ich glaube dann unter der Woche, als ich noch studiert habe, dass man dann, ja, man fährt dann vormittags quasi los, ist dann am nächsten Tag in Oslo, verbringt dann da, ich glaube, 8 Stunden. Irgendwie ja, das kommt so. Aber nicht hin. Nee, nicht ganz, ne? Weil du kommst nämlich nee, glaub, um 10 hast, an und um 14 ja, Uhr fährt er wieder. Genau, du hast so 4 Stunden hast du vor Ort. Aber also das ist auch echt knapp, finde ich. Du hast 4 Stunden vor Ort und ja, fährst kannst, dann wieder zurück. Genau, kannst einmal so in die Innenstadt schlendern, da ein bisschen was shoppen, dann wieder auf die Fähre rauf und fährst wieder zurück, ja. Also die Fährenfahrt ist das eigentliche Ding, worum es da genau, geht. Genau, ja, das war so ein Sonderangebot irgendwie. Das ist dann. Wobei halt für die Norweger ist aber das super interessant, nach Deutschland zu fahren, weil ja. Hier halt alles so günstig ist. Also du hast halt mehr Norweger, die nach Deutschland tingeln, als Deutsche, die nach Norwegen tingeln. Hm. Weil das einfach für die Shoppings technisch. Ja, allein der Alkohol. Also, das, ich habe ja in Kiel gewohnt, ja. Ich habe in Kiel gewohnt und dann sind die immer vor mir das eingefallen, da im Einkaufscenter direkt am Hauptbahnhof hast du immer diese ganzen nordischen Gruppen gesehen, die sich dann irgendwie sehr viel Bier gekauft haben. Ja, das kann man aber auch beobachten, ja. Kostet ja auch nur das Dreifache ungefähr. Ja, und Scheiß, also, was haben wir mal geholt? 10 Flaschen Bier haben wir mal geholt. Ja, gut, in einem Restaurant wohl, muss man dazu sagen. Ja, ja aber stimmt. Selbst da, Peter. Also, selbst waren in einem Restaurant. 0,3er Flaschen. Das ganze Geld von Opel gleich wieder ausgegeben, oder? Ja. Hallo, wir hatten unfassbar viel Geld mit. Das waren 1000 Kronen oder so, das gekostet hat. Sind wie viel Euro? War schon nicht so 100. Ohne. Flasche Bier kostet 10 Euro. Oder die Dosen auch, als wir in diesem Hotel waren mit den Asiaten, wo wir diese Foto-Chat, da haben wir uns eine Dose Bier bestellt für 9 Euro eine Dose Bier, weißt du? Ja. Und wenn du in den Supermarkt gehst, kostet die 3,50 Euro eine Dose Bier im Supermarkt. Ja, schon krass. Ja, also Alkohol nimmt man am besten immer mit, wenn man nach Skandinavien fährt. Darfst zwar nur irgendwie so Peter, viel Liter mitnehmen, aber wir haben bei der Einreise gemerkt, bei der Ausreise, also wenn du schmuggeln willst, mach das über die Fähre. Aber die Fähre ist chillig. Keiner wird da kontrolliert, oder?
Ja, der hat bei uns schon den Karton hinten. Also als ich mit Jay da durchgefahren bin, Jay ist ja sowieso der größte Schisser auf diesem Planeten. Ist halt echt so, der Mensch mit der größten Fresse auf dem Planeten. Ja. Gleichzeitig auch der größte Schisser auf dem Planeten. Jay hat Angst vor allem. Jay hat Angst vorm Schifffahren, Jay hat Angst vorm Fliegen, Jay hat Angst vorm Zoll, Jay hat Angst vorm Der hat immer Angst, dass was schief geht irgendwie, ne? Vom Autofahren, ja, vom geblitzt werden, von allem einfach. Wir hatten ja die Handys, die uns von OnePlus freundlicherweise zur Verfügung gestellt waren. Und ich habe die, da wir die ja bei dir bekommen haben, weil du das freundlicherweise auch alles gesammelt hast, habe ich die halt ausgepackt, als wir gefahren sind. Und ich saß halt auf dem Beifahrersitz mit diesem ganzen Kartonkram und was weiß ich nicht. Und dann guckte der Zollmann, was machen Sie denn da? Ich so, ja, ich packe das Handy. Ist das Ihr Handy? Ja. Was haben Sie denn da hinten für eine Kiste? So, da sind nochmal zwei Handys drin und so. Da hat er halt da reingeguckt, wir haben gesagt, das ist für einen Roadtrip. Jay hat irgendwie Schweißausbrüche gekriegt und dann meinte der einfach so, ja, fahren Sie weiter. Deswegen, weißt du, was sagt er noch? Er sagt ins Walkie-Talkie, weil wir waren das erste, oder hat er noch zu Peter und Sepp gesagt, wir sind durch, so gerade. Oder ja, mehr. Genau. War ganz krass. Was habt ihr denn geschmuggelt? Also, wenn er ja. sagt, drei Handys. Und Peter allem, und ich haben einmal so in den Karton so reingeguckt. Weißt du, der hat den keinen untersucht. Der hat in den Karton reingeguckt. Nee. Der hat einfach, geschafft. Ja, aber muss man sagen, das kam ja noch ein bisschen was anderes dazu. Er meinte halt so, okay, sie haben einen Karton hinten auf dem Rückbein. Ja, okay, was ist denn da drin? Ja, Sachen für einen Roadtrip. Ja, okay, kann ich da mal reingucken. Und zieht halt an der Tür und die ist halt zu. Und da Opel uns die Autos hergestellt haben. Das Auto war halt abgeschlossen und er so, machen Sie mal bitte auf. Und Jay fängt an, Knöpfe zu drücken. Es passiert halt nicht. Alarmanlage, ist links. Das alles. Nicht Ihr Auto? Ja, nee, die, Auto haben uns, cool. die haben wir uns gemietet. Oh Gott, wie geil. War aber super entspannt. Der kam bei uns dann und meinte, und dann meinten wir so, hey, Roadtrip hier. Ah ja, the one with the microphones. Alright, have fun. Und der hat bei uns nichts mehr geguckt. Super also, entspannt. So gerade, Peter. Ja. Davon wird Jane noch seinen Enkeln erzählen. Ja. Damals so gerade dem norwegischen Zoll entflohen ist. Mit halbem Bein im Knast stand. Ja. Das ist ja gut. Dann habt ihr Bram eingesammelt, ne? Ja, genau. Wir sind ja einmal durch Oslo durch, haben dann da noch, was haben wir da noch gemacht? Postkarten und sowas gekauft, genau. Nee, Starbucks-Becher haben wir geholt. Ah ja, stimmt, also Starbucks-Becher, das war das, genau, für das Sky-Ticket-Ding. Und dann sind wir zum Osloer Flughafen gefahren und da haben wir schon gemerkt, wow, in Norwegen ist nicht viel los. Die Straßen sind leer, Flughafen war nicht viel los, alles ganz Straßen entspannt. Ich fand es aber lustig, immer wenn man bei euch im Livestream eingeschaltet hat, ging es zu 90% darum, dass irgendjemand gerade hinter euch gefahren ist und genervt war, weil ihr euch an das Limit gehalten habt. Ja, so ähnlich war das auch. Ich fand, das war aber nicht so extrem wie in Deutschland, also lange nicht, weil du hast zwar Leute hinter dir und du weißt, die wollen schneller fahren, die fahren aber nicht so nah auf. Das also stimmt. In Deutschland hast du die, dann hängen die dir, da können die ja schon den Kofferraum ausmachen und drängeln wirklich. Die haben dich zwar überholt, die haben aber trotzdem ihren Abstand gehalten. Das fand ich gar das nicht stimmt. so unangenehm. An sich waren die viel entspannter auf der Straße so an sich. Ja. Also in Deutschland wirst du ja mal schnell echt unentspannt auf der Straße. Ey, ich war Samstag zu Hause, ich bin Samstag hier mit dem Auto gefahren, ich habe einen hinter mir stehen gehabt, der war sofort bei der, also hier ist so eine kurze Auffahrt. Und da bin ich stehen geblieben, weil da kamen halt Autos. Und dann wurde direkt zweimal gehupt. Und also das ist halt wieder direkt typisch Deutschland gewesen. Ja. Kann nicht schnell genug gehen. Fahr doch bitte in die anderen Autos rein. Ja. Nee. Gerade nicht. Geht der erste Stopp war dann Drammen. Nee, stimmt gar nicht. Da war der letzte. Otter. Ja, ich komme da immer durcheinander. Otter, genau, richtig. Otter war auf dem Berg Stadt. Drauf. Wir waren total verwirrt, weil wir sind halt immer, die Straße entlang gefahren. Links von uns war Otter und dann sind wir aber rechts abgebogen auf dem Berg drauf. Ah, wir wissen überhaupt nicht, was da los ist. Wir sind durch dieses Örtchen gefahren und jeder dachte eigentlich, wir wären in Otter. Also auch so für die Videos, nee, die wir so ein bisschen noch außerhalb geplant hatten. Ja, das haben wir dann auch gemerkt, dass es ein bisschen außerhalb. Vor allen Dingen haben wir uns ein Rennen geleistet mit so einem vollgepackten Urlauberbus mit ganz vielen Asiaten drin, der uns dann Gott sei Dank auf dieser Bergstrecke irgendwann vorbeigelassen hat, sodass wir die ersten oben waren und schneller einchecken konnten, weil da kamen einige Leute raus. Da kamen nachher noch, auch noch zwei Busse nach, genau. Ja, also waren drei komplette Busse voll mit Koreanern, die alle in dieses Hotel gegangen sind. Ja, ich hab mich schon gewundert. Die konnten alle kein Englisch. Man hat es nämlich in den Videos gesehen, dass da sehr viele Busse standen und das hatte mich gewundert, wo die Busse im Grunde herkommen, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass da jetzt viel los ist irgendwie in solchen Hotels. Vor allem, du fährst da quasi so ein Feld- oder Waldweg, fährst du da hoch. Richtig Steigung, wenn da schlechtes Wetter ist, dann kommst du wahrscheinlich kaum da hoch.
Also, ich weiß auch nicht, warum die da oben das Hotel sich ausgesucht haben. Im Nachhinein kann ich vollkommen verstehen, warum da alle hin wollten. Vor allen Dingen die Koreaner. Also, wir hatten 300 Mbit down, 300 Mbit up. Also, mitten auf dem Berg. Kann ich schon nachvollziehen. Da war es abends was passiert, was wir nicht auf dem Video hatten. Nämlich hatten wir da Wasser abgestellt bekommen, weil in irgendeinem Zimmer eine Leitung geplatzt ist. Okay. Und dadurch ging auch ein paar Mal der Feueralarm an und da musste dann halt auf den Plumber gewartet werden. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Handwerker. Handwerker. Ja, sagen wir Klempner. Handwerker. Klempner, genau. Und das hat ein bisschen gedauert. Und so lange hatten wir einfach kein Wasser, kein fließendes. Das war jetzt für uns nicht so tragisch. Also für mich war es zumindest nicht so tragisch, aber die Koreaner waren sehr ungehalten und haben dauernd nachgefragt, wie lange es noch dauert. Ernsthaft? Ja, aber da musst du sagen, das ist koreanisch ungehalten sein. Die fragen öfter nach. Ja, ja, klar. Also. Ich stand da jetzt nicht rum, wir haben Knacken. Gib uns Wasser! Ja, aber, also bei den Deutschen muss ich aber sagen, die machen jetzt nicht viel mehr Stress, aber da ist so diese passiv-aggressive Nummer, weißt du? Immer dieses Getuschel und sich lauthals drüber aufregen, aber hingehen und sagen, ey, das dauert mir zu lange oder so, das macht man ja dann doch nicht. Also man riecht sich doch immer nur so auf, dass irgendwie Leute das gerade so mitbekommen. Das finde ich ist so deutscher. Hm. Ja, weiß nicht, es gibt natürlich auch den deutschen Touristen, der dann an der Rezeption gleich dran ist und sagt, er will das Zimmer umsonst haben, weil der Spiegel nicht ganz gerade hängt oder stimmt. So. Also. Es gibt auch den deutschen Touristen, der einfach nichts sagt und sagt, ja, macht ihr mal. Ja. Es gibt auch den deutschen Touristen, der geht gar nicht in ein Hotel, sondern in ein Ferienhaus, wo er seine Ruhe hat, weil er damit niemanden reden muss, das bin ich. Ja. Ja. Im Endeffekt kann man die Reise halt sehr gut über die Videos und Streams nachvollziehen, die wir da hatten. Mhm. Also also bis jetzt auf diesen Feueralarm haben wir halt versucht, alles so gut wie möglich zu filmen. Wir sind halt relativ viel gefahren. Ja. Trollstigen war dann ein absolutes Highlight. Das stand am nächsten Tag nämlich am Plan. Das war wunderschön. Immer auch eines der besten Intros, die wir jemals für ein Video gemacht haben. Ja, meiner Meinung nach auch. Das war mit der Drohnenaufnahme am Anfang. Ne? Genau. Ja, aber auch, genau. Aber auch, weil der Schnitt daraus gemacht hat, mit diesem Schriftzug, der sich so in den Berg reinlegt. Ja, fand ich auch richtig, richtig gut. Wir haben diesmal ja sowieso was anders gemacht beim Roadtrip. Wir haben diesmal ja keinen Cutter dabei gehabt oder sonst wen, sondern wir sind einfach nur wir gefahren. Letztes Mal beim Roadtrip war ja Martin mit dabei. Und wir haben einfach immer alle Sachen hochgeladen und den Cuttern so detailliert wie möglich die Ansagen gemacht, wie wir uns das vorstellen. Und die haben dann irgendwas daraus gezaubert. Das hat sehr gut funktioniert. Meiner Meinung nach hat das besser funktioniert als letztes Jahr. Sollen wir Andi mal eben dazu holen und fragen? Nein, ich hatte auch den Eindruck, dass er nicht so gestresst war. Wenn er jetzt dabei gewesen wäre, wäre er definitiv gestresster gewesen. Das glaube ich allerdings. Aber es hat auch mit dem Internet vor Ort immer funktioniert, ne? Oder hattet ihr da irgendwie mal... Mehr oder weniger. Am Anfang das erste Video... Das erste Video hochzukriegen war ein bisschen stressig. Das haben wir dann von der Fähre probiert und lief dann über Nacht und so. Über Nacht? Peter, lief den ganzen Tag, als wir auf der Fähre waren, hast du schon angefangen hochzuladen. Ja, ja, das war auch noch... da haben wir dann lange davor gewartet. Das war auch nicht smart. Aber ja, in Norwegen hat es größtenteils gut funktioniert. So, was man sagen muss, also der Netzausbau, ja, war der jetzt besser? Weil alle mal sagen, man hängt ja so krass hinterher. Also dafür, dass du in Bayern oder im Schwarzwald oder so, hast du ja teilweise wirklich sehr viel Probleme. Als ich nach Tschechien gefahren sind wir durch den Schwarzwald halt auch durch... Ha? Durch Bayern. Ja, da sind wir halt durch Südostdeutschland gefahren und da war schon teilweise hast du entweder gar keinen Handyempfang, also kein Internetempfang oder halt super schlechten. Also da war schon, also mitten auf der Autobahn, also wo Zivilisation ja doch noch ein bisschen vorhanden war. Und ich finde in Norwegen, für drei Häuser haben die da teilweise einen eigenen Masten hingebaut. Das ist eigentlich schon ein bisschen besser abgedeckt. Weil also für die drei Leute, die brauchen das ja und... Ja, guck mal, in Deutschland kommen da mehr Leute auf den Fleck. Ja, das ist halt eigentlich, glaube ich, auch das Problem. Also ich meine, Norwegen ist ganz toll und so und die haben halt ein super Bildungssystem, super Sozialsystem und so. Muss aber auch sagen, die haben das halt für nicht mal 6 Millionen Leute, wa? Ja. Ja, also aber Straßen, gerade Richtung Norden, wurde es dann auch schlechter mit dem Internet, wo wir dann auch irgendwann nicht mehr streamen konnten. Ja. Wir mussten dann irgendwann abbrechen, weil das einfach nicht mehr gut genug war.
Aber gut, wir hatten halt dann letzter Stop Drammen hatte ich halt viel mehr doppelt so gutes Internet wie hier in Deutschland ich überhaupt kriegen könnte. Da waren die Files so schnell oben, war krass. In einem Hotel for free. Das gibt es nicht in Deutschland. Das gibt es aber nicht nur nicht in Deutschland, es gibt auch in vielen anderen Ländern nicht. Ja, hey, Free Broadband, nee, warte, High Speed Wi-Fi heißt das in Amerika immer. Und dann hast du so. Ja. Hui, ich kann mir eine Seite 1000. angucken. Yay! Yeah. Aber für YouTube reicht das nicht. Nee. Okay, dann anschließend nach dem Trollstügen, den ich ja landschaftlich auch sehr interessant fand, man hat es im Vidoc sehr schön gesehen, ging es für euch auf einen Bauernhof, ne? Oh, ja, der war ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Ja, ja also, das war halt nichts Besonderes. Weil hey, wir haben mit die hatten halt Schafe, wir haben abends gut gegessen und ich habe auch nicht schlecht geschlafen. Also, wobei. Ja, genau, das war halt alles okay, aber war jetzt nichts Besonderes. Er hätte gerne im Stroh geschlafen. Genau, ich fand es ehrlich gesagt ganz schön, dass wir so eine Hütte hatten. Wir haben uns ja abends noch beieinander gesetzt und mussten das jetzt nicht irgendwie in einer Bar machen oder in irgendeinem öffentlichen Raum, sondern konntest das halt in deinem Zimmer machen, weil du so was wie ein Wohnzimmer hattest. Also das fand ich jetzt nicht schlecht. Aber ja. Wäre cool gewesen, wenn der Bauernhof mehr Tiere gehabt hätte. Hm. Ja. Ja. Dadurch, also Micke, wir hatten ja uns ja vorher zusammengesetzt, ob wir die Route noch ändern können, um irgendwas Außergewöhnliches wie so ein Baumhaus unterzukriegen. Da war das dann jetzt eher, okay, bist halt nicht in einem Hotel, sondern bist halt in einer Holzhütte. Aber ansonsten ist eigentlich alles immer noch recht normal. Da muss man auch sagen, das fällt euch dann immer ein, wenn schon alles gebucht ist und so zwei Tage vorher so. Ach, wie häufig wir schon während der Fahrt uns überlegt haben, was wir anders machen könnten. Ja. Das liegt nicht nur daran. Nee, man merkt ja auch währenddessen dann natürlich so, was ja, genau. optimaler sein könnte. Ihr hattet ja auch noch gefragt, ob man das Hotel zum Beispiel in Drammen stornieren kann und dann stattdessen nach Oslo. Das ging war gut, nicht. Dass wir es nicht gemacht haben. Ja, Drammen war echt cool. Und da war der beste Tapasladen ever. Oh ja. Habe ich gerne gemacht. Das war echt. War wett. Unfassbar lecker. Das war meine Stadt. Habe ich da hingestellt. Ach so, ich wollte gerade sagen, Peter hat den noch ausgesucht. Ja, irgendeiner musste den ja bauen. Habe ich extra für gesorgt vorher. Das Schöne war, dass die Frau, also wir haben uns halt Sachen bestellt. Wir mussten ein bisschen warten, aber als wir dann bestellt haben, war die Frau die ganze Zeit die Kellnerin dran. Ja, ihr könnt ja scheren, ihr könnt scheren, ihr könnt scheren. Und wir haben immer mehr bestellt und immer mehr. Und nee, wir scheren nicht. Und ich glaube, sie hat das so nach dem Motto gehabt, so, ja, das kriegt ihr eh nicht auf. Ja, von wegen. Kennst eventuell, du schlecht. Eventuell haben wir nachbestellt danach noch. Ja, hätten wir gerne davon noch was und davon noch was. Immer noch hungrig, hat sie gesagt. Ja. Ja, wir können viel essen und das hat direkt die Stimmung mir so nach oben getrieben. Dass es mal was Vernünftiges zu essen gab, oder? Also das Essen war die meiste Zeit echt gut, aber aber das war halt brillant geil. Mhm. Gab es so auch geile Tapas. Datteln im Speckmantel für Jay? Klar. Ja. Dann hast du Jay schon mal glücklich, dann kann der niemanden runterziehen und da hast du schon viel gewonnen. Der hat den Datteln ja auch sogar eine 10 von 10 gegeben, das heißt, das ist schon mal alles gut. Der hat eine ganze Menge von 10 von 10 gegeben. Ich wüsste aber auch nicht, was so 9 von 10 gewesen. Na egal, war alles lecker. Wunderbar, ein bisschen enttäuschend war hingegen aber Lillehammer, habe ich gehört. Ja, wir hatten scheiß Wetter. Mhm. Ja, es gab Probleme beim Herausfinden, wo man hingeht und wie man da hingeht. Und es hat auch noch voll geschüttet. Da wo wir so nass geworden sind, dass wir das Restaurant gesucht haben. Wo wir dann im Falschen waren. Ah, ja. Da war die Stimmung gar nicht ganz so gut und da haben wir dann auch über Riso diskutiert beispielsweise. Ja, die wurde dann über, als wir dann irgendwann saßen und dann ein Bierchen getrunken haben, dann ging es irgendwann wieder bergauf. Geiles Wild gegessen auch und das Ja, das Essen war gut, Bier stimmt. War auch gut. Hatte ich als Dessert Chicken Wings, war auch gut. Als Dessert. Das war auch ja. War mega. Klingt nicht sehr süß. Gut. Weil die hat Peter geschert. Im Tapasladen wird nicht geteilt. Beim Tapasladen haben wir tatsächlich auch relativ viel geschert, muss ich sagen. Ich habe mit Sachen, Sepp geschert, auch vorher schon. Ich habe mit JD Pimientos geschert, Sepp hat mir was von den Tomaten abgegeben und da wird doch mehr geschert, als ich dachte. Verdammt, wir haben eigentlich gegen unsere eigenen Regeln verstoßen.
können da nie wieder hin. Ich durfte sogar eine Chorizo probieren von Bram. Ach, stimmt, so, macht das Tapas so ein bisschen aus, oder dass probieren ist ja nicht. Nein, wir haben die probiert, weil das, glaube ich, ansonsten nicht aufgegangen wäre. Ja, wobei, ich glaube, die eine Wurst oder auch die eine Pimento, die ich probiert habe, ich glaube, die wäre auch sonst noch weggegangen. Ah, weiß ich, manchmal kommt das schon so auf eine an. Jay hat direkt schon wieder große Töne gespuckt und meinte halt, die Datteln sind so geil, da kann er mindestens 35 von essen. Aber wir konnten leider nicht das Gegenteil beweisen. Aber die waren auch riesig, also die waren locker doppelt so groß wie die anderen, die wir sonst immer hatten hier in Köln. Die waren deutlich größer. Hm. Aber schon geil. Ah, Lillehammer war aber, also das Hotel war auch nicht so geil da, ehrlich gesagt. Da war... Ehrlich gesagt, von der Stadt, die jetzt hier sich so als, da stehen ja überall auch Schilder, Olympiastadt und keine Ahnung, was anderes. Dass da irgendwie ein bisschen mehr geht. Vielleicht waren wir aber auch einfach wieder an der falschen Ecke, das kann natürlich auch sein. Aber so viele Ecken hat das gar nicht, oder? Das ist auch zu klein. Nee. Ja. Also wundert mich auch, weil ich dachte auch, da geht noch am meisten so außerhalb von Oslo irgendwie auf der Strecke. Weiß nicht, ich... Ey, da war eine Studentenfeier, als wir da waren. Die haben da Abschluss oder so gefeiert, keine Ahnung, die waren... Ja, aber die Restaurants waren alle leer. Also auch das Restaurant, in dem wir waren, war halt komplett leer. Wir waren die Einzigen irgendwann. Also ein Tisch war, als wir reingegangen sind, noch besetzt. Der ist dann aber relativ zügig gegangen und dann waren wir alleine. Und in den anderen Restaurants, in denen wir vorher fälschlicherweise waren, war halt auch nichts. Und dann haben wir den Kellner da mal gefragt, was denn los ist. Und der meinte halt, ja, ist Nebensaison, hier ist keine Sau. Dann dachten wir, schön, am nächsten Tag in Drammen, ja, ist ja keine Saison, alle Restaurants sind leer, müssen wir ja nicht reservieren. Geht zu dem Tapasladen, kein Tisch frei. Und wir wären fast wieder woanders hingegangen, weil die gesagt haben, ja, sorry, wir haben keinen Tisch frei. Und wir dann gesagt haben, okay, dann gehen wir wieder. Bis, Gott sei Dank ist Bram auf die Idee gekommen zu sagen, ich frage noch mal ganz kurz nach, wie lange das dauert, bis wir einen Tisch kriegen. Und dann haben wir einfach noch eine halbe Stunde gewartet. Und dann haben wir den Tisch gekriegt. Das war worth die halbe Stunde. Aber so was von, obwohl wir hungrig waren. Aber das war definitiv worth. Träum von dem Essen immer noch. Guck mal, wir merken, immer wenn wir über andere Sachen reden, kommen wir trotzdem wieder zu diesem Tapasplatz. Wenn ich euch jetzt nach dem Highlight des Roadtrips frage und sage, es darf nicht die Tapas-Bar sein. Dann sage ich, fick dich! Dann würde ich von einem Restaurant in Drammen sprechen. Nee, gab es irgendwas, was euch abseits der Tapas positiv überrascht hat, womit ihr nicht gerechnet habt, sei es jetzt die Landschaft oder irgendwie. Ja, positiv überrascht heißt ja, ich hätte vorher gedacht, das ist nicht so geil. Also das ist ja, was, ich nicht. Was du schön fandest? Rafting, Trollstigen, generell die Landschaft. Ich meine, Rafting war super, vor allem die Fahrt dahin, ey, das war so glücklich. Also, und auch die selbst die Haare ausgefallen sind. Du musst halt überlegen, dass das wie so ein kleiner Terrier, die normalerweise die größte Fresse haben, an dem Morgen, an dem wir aufgestanden sind, bleich. Einfach super ruhig war. Also, der war halt die ganze Zeit, bis wir halt in diesem Boot drin waren auch, der war so ruhig, der Junge. Wahnsinn. Das habe ich vorher noch nie so wirklich erlebt. Er wollte eigentlich schon nach Lillehammer vorfahren, ne? Ja. Er hat sehr lange darüber mit sich gehadert, ob er überhaupt mitmacht. Ja. Ich glaube, wenn wir das nicht gefilmt hätten und er quasi diese Schande ertragen müsste, der einzige gewesen zu sein, der halt gar nicht mitmacht, hätte er, glaube ich, nicht mitgemacht. Aber er hat es dann durchgezogen. Und er hat es auch durchgezogen. Also er hat es auch gut gemacht dann. Und dann war ja auch alles gut. Der ist sogar gesprungen. Also er ist sogar gesprungen. An einer Stelle, das ist leider nicht im Video drin, das ist sowieso ein bisschen kurz ausgefallen, aber konnten wir, als wir Pause gemacht haben, so nach, ich weiß gar nicht, wie lange wir gefahren sind, das konnte ich überhaupt nicht mehr einschätzen, die Zeit, haben wir Pause gemacht und dann haben wir so eine Stelle, oder meinte er, da ist so eine Stelle, wo du halt ins Wasser springst und dann, nachdem du ein bisschen getrieben bist, drehst dich halt um, schwimmst gegen und dann, naja, wenn du Pech hast, holen wir dich halt, versuchen dich halt rauszuholen und das hat Jay auch gemacht, das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht, Der war danach voll im Arsch und meinte, das würde er nie wieder in seinem Leben tun, aber er hat's gemacht. Ja, krass, das ist doch schön, wenn auch Jay da hin und wieder mal über seine Grenzen hinausgeht und daran wächst. Auf jeden Fall. Wir sind mal in einer 3 gefahren. Also der sagte, irgendwie so Bäche, Flüsse oder so ein Kram, wo du raften gehst, kategorisierst du halt irgendwie 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt wohl jetzt mittlerweile auch noch 6, wo dann auch so ein bisschen ins Spiel kommt, wie gut kann man eigentlich Rettungskräfte dahin schicken, wenn was passiert. Aber wir waren nur mal auf einer 3. Ist da schon mal was passiert? Hat er was gesagt irgendwie? Weiß ich nicht, ob das nicht so einfach Touri-Kram ist, kann ich mir nicht vorstellen. Also gerade bei dem Ding, da kannst du vielleicht mal eine Quetschung haben oder mal Schürfwunde, so wie Peter. Ja, Peter war ja auch richtig krass verletzt. Ja, hart verletzt.
Ich meine, was wäre das für Werbung, wenn irgendwie bekannt würde, dass irgendwie, ja, drei Leute sind mir letztes Jahr über die Wupper gegangen. Davor das Jahr nochmal zwei. Bisschen spannend. Kannst dein Geschäft wahrscheinlich dicht machen. Auf dem Himalaya sterben ja auch gerade alle und trotzdem wollen sie da. Ja, okay, aber. Ja, ich sehe ein. Krieg ich nicht verargumentiert. Bram, du bist dann auf der Rückfahrt das erste Mal Fähre gefahren und hast herausgestellt, dass du ein bisschen seekrank bist. Hä, hey, das hat sich dann nicht erst herausgestellt, das hat sich dann nur wieder. Wie heißt das? Wieder gezeigt, ja. Wieder bestätigt. Ich habe das ja schon mal gemacht, als ich mit Peter damals nach Schottland gefahren bin über die Fähre. Und Schiffe sacken. Große Schiffe. Entschuldigung, das ist eine wichtige Sache. Kleine Schiffe sind cool, große Schiffe sacken. Verstehe ich gar nicht. Du merkst doch bei kleinen Schiffen den Seegang viel mehr, oder nicht? Ja, aber ich habe auch das Gefühl, ich habe mit Sepp einmal draußen in der Rede gemeint, auch so, ich habe voll das komische Gefühl, wenn ich so aufs Wasser gucke, mein Kopf spielt mir da so Streiche, so als wenn das Wasser stillsteht und wir halt uns durch das Wasser bewegen. Und nicht das Wasser sich auch noch bewegt, sondern so, das ist irgendwie so, es dürfte mein sich Fuck. Nicht bewegen. Genau, ja. Was wir da gerade tun, dürfte nicht passieren. Und das macht mich, also du hast auch so richtig gemerkt, so für Stunde wurde das immer schlimmer. Und dann war mal Land oder so, eine Stunde später war wieder gut. Ja, meinem Kreislauf tut das auch immer nicht so gut. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber mir wird dann auch, ich weiß gar nicht, ob übel das richtige Wort ist, ich kann trotzdem da am Buffet sehr gut zuschlagen, aber irgendwie. Ja, das konnte ich auch. Übelst, aber irgendwie, genau, schwindelig, unwohl, mit die Arme weh. Aber beim Frühstück konntest du auch nichts essen, also da warst du echt am Sack. Beim Frühstück konnte ich auch nichts mehr essen. Ja, aber da waren noch mal viele Stunden dazwischen wieder, da ging es quasi die Steigerung immer weiter. Ja, sehr schön. Man konnte auch nicht pennen und alles, ey, das fände ich auch schrecklich. Also, ich habe auf der Fähre gepennt, wie ein Stein, war richtig geil. Lag er da unruhig neben dir? Nee, ich lag neben Sepp. Ah, okay. Ich hab davon nichts mitbekommen. Hast du das auch? Ich fand, das hatte so ein bisschen was wie beim Turbus schlafen, weißt du? Da hat er immer so ein bisschen geschaukelt. Und das ist dann, als wenn du in so einer Babywiege liegst und wirst dann immer so ein bisschen hin und her geschaukelt und oh. Es geht sehr schnell beim Schlafen. Wunschziel für den nächsten Roadtrip, habt ihr einen Favoriten? Tschernobyl. Ich finde Tschernobyl tatsächlich cool. Tschernobyl wäre ich auch dabei. Also wir müssen müssen ja nicht den Reaktor angucken oder anfassen oder so. Selbst ja, das geht ja eh tun, nicht. Wenn ich schon da wäre. Aber so dieser Moment, irgendwie so dieses, hier, was haben sie gesagt? 50.000 people used to live here, now it's a ghost town. Wenn du dann da stehst, hier wäre krass. Und außerdem generell so durch dieses Land zu fahren, ist glaube ich auch cool, also so vom weiß ich nicht, kulturell nicht Erlebnis. Unbedingt, aber so von der Erfahrung, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Weil ich glaube, da kannst du lange suchen, bis du so ein 4-Sterne-Hotel in irgendeinem Pappdorf findest. Dann müssen wir das aber auch in irgendwelchen sehr alten Autos machen. In so einem Trabi. In so einem Trabi. Ja. Also wir haben schon viel, viel überlegt, ob wir irgendwie einen Wohnmobilurlaub, Campingurlaub, irgendwie sowas machen mal oder Wintersport, irgendwas in die Richtung, könnte auch lustig sein. Da sind noch nicht alle Würfel gefallen. Ja, aber ich glaube, man kann sagen, dass ihr das auf jeden Fall wiederholen wollt schon. Es ist mega angekommen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, die Videos kommen echt gut an und bei den Sponsoren auch, die sind natürlich notwendig für sowas, weil das kostet alles Geld. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Ja. Ich hatte auch den Eindruck, dass ihr auch Spaß hattet. Ich glaub, auf jeden Fall. Oh, das ist richtig. Dann haben wir gut gespielt. Ja. Immer wieder eine gute Zeit, wenn man nicht nur online miteinander redet, sondern sich auch mal ein bisschen sieht. Genau, also es ist halt Win-Win-Win im Endeffekt, weil also die Leute, die mitmachen, sind happy, die Leute, die es gucken, sind happy. Wir kriegen halt mal Videos hin, wo du nicht einfach nur in deinem Keller hockst, wie den Rest sonst und das war schön. Wunderbar. Was nicht so schön war, und damit leite ich jetzt über zu Game of Thrones. Ich gehe mittlerweile davon aus. Was denn? Dass Stuttgart abgestiegen ist, aber. Achso, das, meinetwegen, Fußball. ich werde jetzt gar keine Spoilerwarnung mehr machen, weil ich glaube, jeder, der es geguckt haben möchte, hat es schon gesehen, aber wenn nicht, wir reden jetzt über Game of Thrones, über das große Finale. Nein, ich habe nicht gesagt, Achtung, Spoiler. Solange ist es keine Warnung. Ihr habt es ja zusammen in Norwegen geguckt, korrekt? Yep, ja. Korrekt. Ja. Und wie war die Stimmung hinterher? Musstet ihr euch erstmal wieder aufbauen, oder? Ja, also wir sind danach ins Bett gegangen. Halt, wir sind halt ins Bett gegangen und es ist leider geweint.
dieses Holiday. Ja, ich weiß gar nicht. Also, wenn halt die Folgen vorher irgendwie so komplett anders gewesen wären, dann hätte man ja noch quasi so die letzte Folge gucken können und sich dann. Dann wäre das ja noch erschreckender gewesen im Endeffekt. Aber es ist ja ein bisschen absehbar gewesen. Ja. Schade. Ja. Ich finde, sie haben es nicht ganz so in den Sand gefahren, logischerweise, wie, weiß nicht, zum Beispiel bei Lost oder so. Aber war schon. Doof. Also, ich kann mal einfach einsteigen mit, was mich voll gestört hat. Das war einerseits, dass Bran dann der König geworden ist. Ich dachte so, Alter, ist euch jetzt wirklich nichts Besseres mehr eingefallen. So. Diese ganze aber Story-Arc. Aber das hat keiner vorher gesehen. Also nicht viele. Doch, so. Bran hat es vorher gesehen. Ja, er ja hat der sieht halt gesehen. Auch alles an, der Bran hat vorher für alles gesehen. Also so, das fand ich eine richtig komische Lösung irgendwie. Auch was irgendwie von der ganzen Story-Arc vorher für in meinen Augen auch überhaupt nicht irgendwie darauf hingedeutet hat, dass er nachher König wird. Aber er war der einzige der mit einer guten, er war ja der einzige der mit einer Geschichte. Alle anderen drumherum, ne, die hatten leider keine. Ja. Ja, und dann auch, dass Grey Worm dann irgendwie darauf bestand, dass John unbedingt bestraft werden muss und dann segelt Grey Worm aber davon und John wird trotzdem noch bestraft und so, das war irgendwie alles ein ja, bisschen. Ja, richtig krass, der bestraft wurde. Der ist zur Nightwatch gegangen, wo er sich mir freiwillig für gemeldet hat. Ja, nicht mal wirklich lange ist er da geblieben. Vielleicht war er da zwei Stunden, ist er direkt weitergezogen nach Norden mit seinem Geld. Da hat er direkt wieder den Schwur gebrochen. Ja, nimmt den Wolf mit, tschüss, Jungs, fickt euch alle. Ja, da waren findet bestimmt. Meine Freundin hat gesagt, sie hätte es toll gefunden, wenn sie am Ende noch gezeigt hätten, wie John da irgendwie noch so seine Blicke kreuzt mit einer hübschen Rothaarigen, meintest du? Ja, habe ich auch gedacht. Als ob der da nicht noch eine bumst, ey. Wahrscheinlich, aber die muss auch sterben, weil bisher sind alle gestorben mit denen. Ja gut, aber jetzt hat er ja Frieden, das ist ja sein Happy End. Ja. Okay. Ja, also habe ich das denn immer noch falsch verstanden? Das kann ja durchaus sein. Es wurde diverse Folgen, sage ich mal, darüber geredet, der Winter kommt. Mhm. Und der dauert doch eigentlich länger als few weeks later, oder? Der hat ja vorher schon eine ganze Zeit gedauert, oder? Also ich weiß jetzt nicht, in welchen Zeiträumen das alles passiert ist. Vielleicht habe ich kein Zeitgefühl mehr. So wie ja, das fiel mir auch schwer. Also ich habe dann auch erst nicht gecheckt, als sie dann als sie diesen Zeitsprung hatten und ihn da hingeführt hatten, dass dann plötzlich da Sansa und so sitzen, das hat mich erst voll verwirrt, bis ich dann gemerkt habe, okay, das ist schon ein ganzes Stück weiter in der Zeit. Ja. Aber es ist alles Stark. Wie viel Stark-Leute haben da eigentlich gewotet? Das fand ich schön. Also, Arya hat nicht gewotet, meine ich. Aber der Onk, also da waren super viele Stark-Leute. Plötzlich hat er auch, Tyrion durfte auch voten, ne? Ja. Also, letzter von Haus Lannister, oder? Ja. Ja, das macht ja Sinn. Aber ich dachte irgendwie so, weil der Gefangener ist oder so nicht. Naja. Irgendwo wird der Wyvern schon hingeflogen sein. Leichenschändung jetzt. Mit Danny. Das war auch so eine Szene, die ich derbe komisch fand, wie er dann plötzlich. Die habe ich überhaupt nicht Thron verstanden. Ja, so von wegen, der Drache hat gecheckt, dass der Thron irgendwie das eigentliche Übel ist und alle korrumpiert so. Ja, aber dass er dann einfach wegfliegt. Ja, ich fand das war halt so. Was soll er denn da noch? Wobei, also ja. Er hätte ja noch einen Targaryen. Ja. Genau. Also ich habe jetzt auch wirklich gedacht, dann Jon sagt so, yo, ne Bruder, wir beide. Dann fliegt er einfach weg. Aber hätte auch seine Mutter umgebracht, also es geht ja auch nicht. Ja, also das war eine der vielen komischen Szenen irgendwie. Aber auch witzig war die Anspielung von Sam auf die Demokratie, fand ich auch sehr witzig und irgendwie ein bisschen. Alle lachen dann. Awkward so. Aber ohne Witz, da war ich in dem Augenblick, war ich so, das machen sie jetzt nicht wirklich, ne? Also da dachte ich jetzt so, das ist jetzt nicht der Twist, dass sie am Ende dieser Serie die Demokratie einführen. Das hätte ich denen zugetraut an der Stelle. Ja, weil sowieso schon so viel komische Sachen passiert sind. Dann hätte man sowas auch machen können. Ja, das stimmt. Das hätte mich dann auch nicht weiter gewundert. War kurz das Internet weg. Ja, du warst kurz weg. Also ich höre raus, dass ihr auch sehr unzufrieden wart. Gab es doch irgendwas Persönliches? Ja. Es ist halt nicht so scheiße, wie es hätte sein können.
Ich würde jetzt auch nicht unzufrieden. Aber das Versöhnliche ist irgendwie so das Problem, weil ich fand immer komisch, so ein Happy End zu haben und irgendwie fühlt sich das halt so an. Mhm. Weil, also, das Schöne war immer, an Game of Thrones hat man sich, fand ich, immer aufgeregt, wenn so unvorhergesehene Sachen passiert sind und auch am Anfang oder generell eigentlich durchgehend nicht davor zurückgeschreckt ist, einfach Leute zu töten, wo du gedacht hättest, ey, das ist einer der Hauptcharaktere, die überleben ja auf jeden Fall bis zum Ende, ne? Ja. Und das war halt so immer die Nummer, das ist so ein bisschen dieses Unvorhergesehene. Und das gab's halt auch dann irgendwann jetzt nicht mehr. Also, Also ich habe auch zum Beispiel damit gerechnet, dass viel mehr Leute sterben werden, so, ne? Dass das alles nicht so positiv endet. Ja. Hat er uns doch wieder gehabt, Mikkel. Hat er doch unvorhergesehen. Andere Art und Weise, ja. Ja, ich weiß nicht, ich kann auch nicht sagen, dass ich krass enttäuscht war, weil ich habe auch nicht mehr so viel erwartet von dem Ganzen. Aber so, also der erste Teil ging noch für mich, aber so das nach dem Zeitsprung war irgendwie alles komisch und wirkte. Ja, das habe ich gemerkt. So, jetzt haben wir gar keine Zeit mehr, jetzt muss er alles da rein. Ja, also ich glaube, zwei Staffeln mehr hätten dem Ganzen sehr gut getan. Ja. Ja. Weil ich finde ja alles, was die Charaktere gemacht haben, finde ich fast in Ordnung, außer Jamie Lannister. So diese, also das finde ich komplett irre irgendwie. Aber so mit Danny und sowas, das ist alles irgendwie nachvollziehbar, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten, um darauf hinzuführen. So. Das kam alles so plötzlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es eigentlich auch wieder schön, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war, in der vierten, als Tyrion quasi darüber gesprochen hat, dass er jetzt weiß, hier über Jon, dass er der Thronnachfolger ist, als er mit Varys darüber gesprochen hat. Da hattest du wieder so dieses so ein bisschen Conspiracy-mäßige und die unterhalten sich mal und dann so, das war halt cool. Da war jetzt nichts, was irgendwie nach vorne getrieben werden musste und so. Das hattest du früher ganz oft und das war leider das einzige Mal. Ja. Naja. Okay. Also, naja. Ja. Ja, irgendwie ist es okay, dass es jetzt zu Ende ist und ich glaube, man muss eher die Reise betrachten als das Ziel dieser ganzen Serie. Ja, aber ich glaube, das ist ein Problem, was viele Serien haben, ein richtig gutes Ende zu finden, einfach. Ich kenne ganz wenige nur. How I Met Your Mother zum Beispiel, finde ich, hat auch davon in die Tonne gegriffen, beim ersten Versuch. Ja. Ha! Ja. Die haben dann später nochmal ein zweites Ende gemacht und so, aber finde ich echt? Nicht. Ja, es gibt ich meine. Also die ganze Staffel oder letzte Folge oder so? Nee, ich glaube nur einen Teil. Moment, ich gucke mal ganz kurz nach, wie das war. Genau, alternatives Ende. Ja, es gibt auf jeden Fall ein alternatives Ende. Ach, krass. Ich weiß aber nicht, ob es die ganze letzte Folge ist, nur ein Teil der letzten Folge, weiß ich nicht. Ist das so richtig gedreht oder ist das nur so, ey, so könnte es auch enden? Nee, das ist richtig gedreht. Dass er dann, das ist also wirklich fertig gedreht worden dann. Ach, krass. Ich fand es sehr enttäuschend, als sie damals irgendwie, weiß ich nicht, am Anfang der letzten Staffel oder was weiß ich, relativ früh, jo, das ist übrigens eure Mutter. Wo ich mir so dachte, oh, cool, dann brauche ich ja jetzt nicht mehr weitergucken. Ja, geh mal vor. Aber war es nicht wirklich so, dass die noch ein bisschen Geld investieren wollten oder irgendwie Zeit und dann ging das irgendwie alles nicht mehr wegen Star Wars, weil die Benioff. Ja. Ah, das alternative Ende war, also das normale Ende war, er geht halt zu Robin, hält halt dieses Horn hoch und er geht halt quasi bei ihr rein. Aber im alternativen Ende gab es das nicht, sondern es gab dann quasi so einen Zusammenschnitt von dem Leben von Ted und der echten Mutter. Okay. Mhm. Ja, mein Horn ging bei Robin auch immer hoch. Alter. Das kann ich schon nachvollziehen eigentlich. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem von so Serien, die über so einen langen Zeitraum gehen, dass die Zuschauer mal sehr viele Theorien spinnen und so, wie es enden könnte und die auch oft sehr gut sind, sich dann darauf versteifen, aber dann ja die ganzen Leute, die diese Serie machen, dann eine eigene Ideen oder Ziele haben oder manchmal auch einfach Zeitdruck, wie jetzt im Falle von Game of Thrones, weil die beiden Showrunner dann ja irgendwie das Angebot für Star Wars bekommen hatten und das machen wollten und dann. Ey, das nächste Star Wars-Ding, was die da schreiben, muss ja der absolute Obershit werden. Also, ich glaube, das hat jetzt schon verloren quasi bei den Leuten. Ich glaube auch. Ja. Also, das wird keine Chance bekommen, vermute ich. Ich hab bei vielen Serien immer das Gefühl, also korrigier mich da gerne, aber die führen am Ende nochmal so einen Bruch irgendwie.
Weil bei, also Breaking Bad hatte ich das jetzt nicht. Wenn du dir überlegst, so zum Beispiel bei Lost, da ist die letzte Staffel völlig abgedreht gewesen. Ja, die war also, krass behindert. Ich habe immer das Gefühl, dass die so zur letzten Staffel irgendwie so, jetzt hauen wir nochmal einen raus. Also da irgendwie, weiß ich nicht, wieso da immer das Problem ist. Ja, ich weiß es auch nicht, ja. Müsste man mal vielleicht mit jemandem vom Fach drüber reden oder so. Keine Ahnung, vielleicht damit die Leute irgendwie nicht weiter in Zukunft nerven mit irgendwie so, oh, mach das bitte weiter oder so. Mhm. Ja, vielleicht. Kann sein. Keine Ahnung. Und wer sich ja nicht. Dann schließen wir das Kapitel Game of Thrones einfach für uns. Akzeptieren, dass es jetzt vorbei ist, wobei ja weitere Spin-off-Serien angekündigt wurden. Damit ist es trotzdem vorbei. Welche ja, sollen denn da kommen? Das würde mich immer interessieren. Also ist das schon bekannt oder weiß man einfach nur, wie es kommt? Ich glaube, es gibt insgesamt 5 Vorschläge quasi, von denen 2 jetzt bestätigt wurden. Ich meine, die ganze Lore gibt ja noch sehr viel her. Ja. Aus Westeros und so. Eigentlich ich glaube, vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass sie eben so die Vorgeschichte der Targaryens machen. Also mit das könnte Kriegen. Gut passen, ja. Ja. Du kannst, also wie du schon sagtest, eigentlich kannst du zu super vielen Sachen irgendwie Kram machen. Ja, theoretisch könntest du ja auch den ganzen... Die, oder wie es zu John nicht, kam. Die Hound-Geschichte oder so ein Kram, wie der überhaupt so... Habt ihr der Heckenritter gelesen? Nee. Das ist ja so eine Art Spin-Off-Buch quasi. Also spielt auch in Westeros und so. Kann ich empfehlen, wenn ihr, gibt's auch als Hörbuch, wenn ihr noch nicht genug habt von Game of Thrones. Fühlte sich so ein bisschen 5 wie Game of Thrones Vorschläge. An. Boah, hoffentlich sitzen die davon nicht so viele um, ey. Also ich meine, 2 sind... Darüber machen wir Brandon Broken. Oh Gott, ja, also, wie einfach nur die ganze Zeit da rumsitzt jetzt. So im Nachhinein wünsche ich mir, sie hätten ihn einfach komplett rausgestrichen aus der Serie, ganz ehrlich. Ja, habe ich mir schon früher gewünscht. Ja. Aber er wusste doch alles. Fühlte sich wie verschwendete Lebenszeit jetzt so im Nachhinein mit ihm an alles. Ich freue mich drauf, wenn jetzt demnächst bei YouTube die ersten Videos kommen, wie Bran seinen Weg als König in alle manipuliert hat, bis zum ersten Mal so wie Jar Jar Imperator Binks, weißt du? Ja. So ein Video halt nur über Bran, wie er alles manipuliert hat, halt am Ende der König zu sein. Wahrscheinlich hätte er den Night King schon viel früher ausschalten können oder so. Ja, gab es hunderte Möglichkeiten und dann auch so, hey, als sie dann im Norden waren, warum hat der Night King ihn eigentlich nicht gekriegt? Ja, ich meine, er hat ihn doch schon mit dem Mal und so Geschichten. Ja. Ja, und dann siehst du dann so die ganz kleinen Sachen, wie wir alle getrollt worden sind. Das kann ich mir gut vorstellen. Naja, gut, lassen wir das. Wir sind auch durch für heute. Nächste Woche machen wir dann die E-Mails. Wir haben, wie gesagt, einige bekommen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt bei euch für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Und auch bei den Zuhörern, die sich ebenfalls die Zeit für euch genommen haben, um euch zuzuhören. Dankeschön! Hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschö. Tschüss.